Lang ist es her seit dem letzten Video. Herzlich willkommen bei Sandgeflüster zurück. Hallo! Ja, es gibt Neuigkeiten und zwar, wir haben die 1000 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür und außerdem gibt es noch einige weitere Neuigkeiten und die wollten wir mal besprechen mit euch in diesem Video. Ja, in den Videos sind wir immer noch in Griechenland, aber wir sind natürlich schon seit einigen Monaten wieder in der Schweiz zurück und haben hier gearbeitet, deswegen kam auch so lange nichts. Ja, wir müssen da natürlich Prioritäten setzen. Aber jetzt gibt es wieder neue Videos und nach diesem Infovideo wird dann auch der Griechenland-Vlog kommen, der letzte, wie wir dann wieder zurück in Richtung Schweiz fahren. Genau, dann seid ihr auch wieder auf dem neuesten Stand. Jetzt aber zuerst mal in diesem Video gibt es ein paar Informationen und zwar werden wir vom 27. bis 31. Oktober am Swiss Caravan Salon sein und da könnt ihr uns treffen. Kommt einfach vorbei, wenn ihr Lust habt und dazu auch noch ein kleines Gewinnspiel. Es gibt was zu gewinnen, nämlich bleibt also dran, es lohnt sich. Die Nadja, die geht jetzt hinter die Kamera und dann gibt es alles weitere nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Sandgeflüster. Wir sind Tobi und Nadja. Zusammen mit unserer Hündin Mia leben und reisen wir in unserem über 50 Jahre alten Expeditionsmobil. Begleite uns auf unseren Reisen und erfahre mehr über das wunderbare Leben auf vier Rädern. Auf diesem Weg wollte ich direkt mal die Gelegenheit nutzen und euch ein bisschen zeigen, was ich so mache. Ich bin nämlich seit 3 Jahren selbstständiger Fahrzeugbauer. Ich baue Reisemobile, genau, LKWs, Busse, normale Wohnmobile umbauen, Solaranlagen, Elektrik, ganze Koffer aufbauten, zeige ich euch auch mal eben. Ich will nicht zu tief drauf eingehen, aber dass ihr so ein bisschen wisst, was wir machen, was ich mache. Genau. Und hier seht ihr auch schon 3 schöne Fahrzeuge. Den links, den kennt ihr natürlich, unser Steyr in der Mitte, den habe ich jetzt soweit auch gebaut und lackiert. Da rechts davon steht der Wohnaufbau, der kommt dann da drauf auf den Magirus. Genau, jetzt gerade ist das Projekt hier noch und nach diesem Projekt werden wir dann auch wieder losfahren, in Richtung Süden nämlich. Ja, wenn euch das genauer interessiert, dann könnt ihr mal nachgucken auf www.sandgeflüster.com. Das wird mit UE geschrieben, Sandgeflüster. Genau, dann könnt ihr da mal ein bisschen durchstöbern und dann wisst ihr auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Bescheid. Ja, und außerdem wurden wir angefragt, am Vanlife Camp 2022 beim Swiss Caravan Salon dabei zu sein. Da gibt es dieses Jahr so ein Vanlife Camp, beziehungsweise das gibt es glaube ich schon seit 3-4 Jahren oder so. Da sind wir auf jeden Fall dieses Jahr jetzt auch mit dabei. Da sind noch andere bekannte Vanlife, YouTuber, Influencer, was weiß ich. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeikommen und uns besuchen und wenn ihr da Fragen habt oder sowas, auch bezüglich dieser Selbstständigkeit oder Reisen oder uns einfach mal kennenlernen wollt und ein Bierchen mit uns trinken wollt, so, dann kommt doch vorbei da. Ja, am Caravan-Salon selber mache ich direkt in diesem Vanlife-Camp, das ist so ein separater Bereich im Außenbereich, da stehen wir dann mit unserem LKW, die ganze Woche ist das ja fast, genau, da mache ich dann auch noch einen Workshop. Und zwar geht es darum, der perfekte Grundriss und wieso es ihn nicht gibt, genau. Da gehe ich dann ein bisschen drauf ein, auf die verschiedenen Fahrzeuge, auf die verschiedenen Konzepte, wie man die von der Grundplanung her und wie man danach seinen Grundriss richtet. Stichwort Gewichtsverteilung, Geländegängigkeit oder will man ein Reisemobil haben, wo man einfach nur mit auf der Straße unterwegs ist, wie auch immer. Da beleuchte ich so ein bisschen die Aspekte und das Ganze ist ein Workshop, da könnt ihr mitmachen, da könnt ihr euch das angucken und euch auch mit einbringen. Ich mache bewusst keinen Vortrag, ich finde Vorträge sind ein bisschen, ja, blöd. Lieber kann sich jeder mit einbringen, genau. Ihr könnt 2 Tickets gewinnen für den Swiss Caravan Salon. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist unter diesem Video hier einen netten Kommentar dalassen. Der Zufallsgenerator wird dann einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin auslosen. Und ja, es gibt 2 Tickets für einen Gewinner, dass ihr kostenlos an den Caravan Salon gehen könnt. Ihr bekommt dann einen Download-Link. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist, meldet euch, nachdem der Gewinner bekannt gegeben wurde. Bei mir geht einfach auf die Website über den Kontakt oder schreibt mir direkt eine E-Mail. Ihr könnt auch anrufen, alle Kontaktdaten findet ihr im Internet. Genau. So Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Wie gesagt, wirklich nur eine kleine Info. Ja, bleibt nur noch die Frage, wie geht's weiter? Und natürlich wird wieder gereist. Als erstes kommt jetzt aber mal der Griechenland-Vlog nach dem Video. Dann denke ich mal wahrscheinlich, ich will nichts versprechen, aber machen wir noch ein Video vom Swiss Caravan Salon. Und ja. Wir haben uns schon das nächste Domizil ausgesucht, wo wir hinfahren wollen für den Winter. Seid also gespannt, wir verraten es noch nicht, aber dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, schnabuliert den Kanal, aktiviert die Glocke, wie auch immer. Ne? Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.